Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Und in diesem Video geht es in meinem Elite-Training darum, dir die Angst zu nehmen. Ich sehe es einfach von ganz vielen Anfängern, Neulingen im Vertrieb, dass sie einfach Hemmungen haben, ja, gewisse Schritte zu tun. Zum Beispiel fremde Leute anzusprechen. Ja? Also das ist letztendlich auch einer der Gründe, warum da draußen es so wenig wirklich gute Neukundenakquise-Experten gibt. Weil einfach diese Hemmungen da sind, Fremde anzusprechen. Und ich sehe das halt auch als ein bisschen kulturell, mit kulturellem Hintergrund. Ich bin schon sehr viel rumgereist, habe in verschiedenen Ländern studiert und gearbeitet in meinem Leben. Und zum Beispiel in angelsächsischen Ländern sind die Leute grundsätzlich viel offener und angstfreier in vielerlei Hinsicht, auch mit Menschen, ja. In Italien, wenn in Italien jemand was sagen will, dann sagt er es einfach. Ja, egal, ob der Typ fremd ist oder nicht. Ja, also ich habe mal eine Zeit lang in Rom gelebt. Ne? Sieht man dann, wie sich auf der Straße die Leute beschimpfen, die dann auch ganz schnell sich wieder vertragen. Und man hat irgendwie das Gefühl, es gibt dort überhaupt keine Angst. Ja? Also wenn du zum Beispiel in Italien auf der Straße gehst, und jetzt ich zum Beispiel als Mann und du siehst eine hübsche Frau und du schaust dir sozusagen ganz kurz mal an und so oder in die Augen vielleicht oder ins Gesicht oder sowas, wirst du in Deutschland im Regelfall erleben, dass die Frau wegschaut. Ja, in Italien ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass die Frau dir direkt in die Augen zurückschaut, ja. So dass du schon fast Angst bekommst als Mann, ja. Also das sind so die Erfahrungen, die ich in verschiedenen Ländern in meinem Leben gemacht habe, als ich auch noch jünger war und mich ein bisschen umgeschaut habe in der Welt. Und in Deutschland ist es halt einfach, sagen wir mal, ist so ein Mittelding zwischen südländischer Mentalität und Japan. Ne? In Japan ist es ganz krass, das andere Extrem, da schaust du niemanden ins Gesicht, ne? Da sitzen alle in der U-Bahn mit dem Kopf runter, weil es schon ein Affront wäre, also schon eine Beleidigung, jemanden in der U-Bahn ins Gesicht zu schauen. Ja? Also sozusagen ist es dieses Hardcore-asiatische, japanische, koreanische, kulturelle Lebensstil. Und wir in Deutschland sind halt so ein bisschen mittendrin. Was es natürlich für uns teilweise wirklich erschwert, einfach auf Leute zuzugehen, wo wir noch komplette Unsicherheit haben. Und wir haben auch immer so ein Problem in Deutschland mit dem Thema Unsicherheit. Ne? Das heißt immer, ja, wir können das und das nicht tun, weil das ist unsicher, Atomkraft ist unsicher und Aktien sind unsicher. Also unterschiedlichste Themen, wo wir ständig Angst vor irgendwas haben. Und in der Neukundengewinnung ist es halt häufig ganz ähnlich. Das heißt aber nicht, dass man natürlich hier ganz im Gegenteil, au contraire, ja, würden die Franzosen sagen, au contraire, also ganz im Gegenteil, dass man einfach blind oder gefühllos, ja, drauf los springt, ja, genauso wenig wie wenn du halt letztendlich, wenn du eine hübsche Frau auf der Straße siehst, ja, auch in Italien solltest du sie nicht irgendwie einfach mal vehement belästigen oder so, hast du ganz schnell eine sitzen, ja. Und genauso ist es halt auch im Business, dass du letztendlich hier mit ganz viel Fingergespitzengefühl natürlich arbeiten musst. Und deswegen ist auch Neukundenakquise online wie offline letztendlich. Und offline ist es halt einfach dann per Telefon oder halt vor Ort oder sowas, ja. Mit meiner Erfahrung, meiner Meinung nach ist es letztendlich eine Kunstform mehr als alles andere. Ja, also Kundenakquise, Neukunden zu akquirieren, hat mit drei, vier Bereichen sehr stark zu tun. Mit Psychologie, ja, mit Menschenkenntnis, viel mehr als wie mit Zahlen, Daten, Fakten. Ja. Das zweite ist natürlich mit Menschenkenntnis und mit Kundentypen. Ja, also das heißt, es gibt natürlich verschiedene Menschen- oder Kundentypen. Das ist eigentlich das Gleiche, um ganz ehrlich zu sein. Es gibt den Menschen, der sozusagen über alles den Spaßfaktor im Leben liebt. Ja, es gibt den Menschen, der bei dem muss alles super korrekt sein. Ja, das ist sozusagen die Eule. Ja, der den Spaßfaktor ständig liebt, ist sozusagen der Delfin. Ja, oder es gibt unterschiedliche Tiere, die da verwendet werden können, sinnbildlich. Ja.
Und wenn halt sozusagen die Eule mit dem Delfin spricht, ne, wird es manchmal ein bisschen schwierig, weil die Eule sagt halt ständig nur oh, 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 ja, und der Delfin sagt, ah, 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 ja, wo ist der nächste Fun, wo ist der nächste Spaß, ja. Und ist extremst initiativ und will machen und tun und hat eigentlich, ist quasi angstfrei. Und die Eule ist sehr reserviert, Zahlen, Daten, Fakten und Vorsicht, Vorsicht und Kosten, Kosten, ja. Die zwei werden es ein bisschen schwer haben miteinander. Und du als Vertriebler weißt ja nie, auf welchen Menschen- oder Kundentypen du triffst. Deswegen musst du das einfach ganz, ganz wichtig dir immer wieder ins Gedächtnis rufen. Die anderen zwei Kundentypen sind so mehr der Haifisch, der sehr, sehr dominante, ja, oder der Löwe oder Tiger. Viele sagen der Haifisch, das ist die Farbe Rot. Ja. Und wenn du mit dem eben sprichst, dann ist es halt so, dass du dem nur sehr selten oder wenig widersprechen darfst oder solltest, ja, auch wenn du recht hast. Sonst müsst du mit dem nie ein Geschäft machen. Ja. Dann gibt es noch, was ist die vierte Komponente, wo war man jetzt? Das ist der Wal und das ist jemand, der halt gibt. Ja? Der geben. Welche Farbe das jetzt genau ist, weiß ich auch nicht mehr genau. Ich glaube grün oder sowas. Ja? Das ist halt der Walfisch, ist der Menschentyp oder Kundentyp, der eigentlich zu allem Ja und Amen sagt, ne? Und der davon lebt, dass er Anerkennung gewinnt, indem er Menschen weitergeholfen hat. Ja? Also genau das Gegenteil eigentlich von dominanten, mehr egoistischen, egomanen, vielleicht Haifischtyp. Ja? Das heißt, wenn die zwei zusammenkommen, dann kann es sein, dass der Wal sehr schnell gefressen wird, ja? Ausgenutzt, ausgebeutet. Und diese Psychologie, die ist eben absolut entscheidend. Und von daher gibt es auch ein Buch dazu, das werde ich dir unten verlinken, was ich dir empfehle, und beschäftige dich mal mit dem Thema und dann wünsche ich dir viel Erfolg weiterhin in dem Elite-Kurs. Wir sehen uns, bis gleich, dein Thomas, happy hunting, ciao.